Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge So News. Ihr habt ja nach der letzten Folge im Community Tab abstimmen können, ob in zukünftigen Folgen So News zuerst die Hauptthemen oder zuerst die Quick News kommen sollen. Es war knapp, aber die Hauptstimmen zuerst haben mit 51% der Stimmen gewonnen. Dementsprechend wird in Zukunft mit diesen gestartet. Außerdem habe ich noch den Vorschlag bekommen, die Quick News nach geborenen, verstorbenen und umgezogenen Tieren sowie sich im Bau befindenden Anlagen und sonstigen News zu sortieren. Und auch das werde ich jetzt in zukünftigen Folgen umsetzen. Da würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den drei Hauptthemen. Das sind heute der plötzliche Nashorntod im Zoopark Erfurt sowie die Eröffnung des Aquariums im Zoo Leipzig und dem Reich der Jäger im Zoo Berlin. Am Morgen des 2. Februar wurde das Breitmaulnashorn von Jungtier Tayo aus dem Zoopark Erfurt tot in seiner Box aufgefunden. Das kam für den Zoo völlig überraschend, da er an den Vortagen vollkommen normal getrunken und auch gefressen hatte. Nur 2 Tage später wurde auch seine Mutter Masita vollkommen überraschend tot in ihrer Box aufgefunden. Die pathologischen Untersuchungen der Todesursache haben bis jetzt ergeben, dass das Verschlucken von Fremdkörpern oder äußere Einwirkungen ausgeschlossen werden können. Jetzt werden die Organe untersucht. Besonders tragisch ist es zudem, dass Masita bereits ein weiteres Jungtier trug, welches ursprünglich im Herbst diesen Jahres zur Welt kommen sollte. Kommen wir dann zu zwei deutlich erfreulicheren Nachrichten. Am 11. Februar wurde nach mehr als 2 Jahren Umbauzeit das Aquarium des Leipziger Zoos wieder eröffnet. Das Gebäude wurde ursprünglich im Jahr 1910 eröffnet und der Umbau hat 12,5 Millionen Euro gekostet. Folgendes kann man hier jetzt entdecken: ein 2,30 Meter hoher Koi-Dom, ein 11 Meter langes Panoramabecken mit Halbtunnel, ein Quallenkreisel, eine Forschungsstation und ein 360 Grad Ringbecken mit unter anderem Hammerhaien und Kuhnasenrochen. Insgesamt sind hier mehr als 3000 Fische eingezogen. In 4 Tagen, also am 25. Februar, wird im Zoo Berlin auch ein neues Tierhaus eröffnet. Das neue Raubtierhaus trägt den Namen Reich der Jäger. Dass die kleinen Pandas bereits eingezogen sind, hatte ich euch ja schon in einer älteren Folge erzählt. Die 3 in Leipzig geborenen Löwen leben hier auch schon etwas länger, genauso wie seit kurzem auch 2 persische Leoparden, Zwergmangusten und 3 Schmalstreifenmungos. Ab Freitag soll man hier dann nach Plänen aus 2018 auch sibirische Tiger, Jaguare, Jaguarundis, Sandkatzen, Ringelschwanzmungos und Servale sehen können. Zudem ist ab dann auch wieder der Nachttierabteil unterhalb des Gebäudes für Besucher begehbar. So, in den Quick News starten wir dann jetzt erstmal mit geborenen Tieren. Und zwar gab es im Tiergarten Kleve Nachwuchs bei den Ovambo-Ziegen, im Zoohof ist ein Kapuzineraffe geboren, im Tiergarten Schönbrunn in Wien 5 Totenkopfaffen, im Tierpark Berlin ist ein Silberaffe geboren, im Zoo Berlin gab es mehrfachen Nachwuchs bei den Pavianen, im Zoo Frankfurt gab es Nachwuchs bei den Gibbons, im Tierpark Nordhorn ist ein Alpaka-Hengst geboren, am 2.2.2022 gab es sowohl im Tierpark Hagenbeck mehrfachen Nachwuchs bei den afrikanischen Zwergziegen und im Zoo Leipzig ist ein Guanaco geboren. Der erste Nachwuchs in der neuen Dick-Dick-Anlage am Giraffenhaus im Zoo Osnabrück ist mittlerweile auch zur Welt gekommen und im Zoo Duisburg gab es Nachwuchs bei den Meißner Widdern. Fünffache Ferkel gibt es derzeit auch im Wildpark Lüneburger Heide bei den Wollschweinen, ein Kamerunschaf auch im Wildpark Lüneburger Heide sowie auch im Amerika-Tierpark in Sachsen. In Köln im Südamerika-Haus ist ein Weißkopfsaki geboren, in Kleve ein Jakobsschaf und in Alvetter zum Münster gab es erneut Nachwuchs bei den Defasser Wasserböcken. Zudem sind 3 Lämmer im Tegernschen Brunnen bei den Tiroler Steinschafen geboren, eine weibliche Gegentana-Ziege im Wildpark Schwarze Berge, 4 Kapibaras im Zoo Schwerin, ein Hirschüberweibchen mit dem Namen Duahita im Zoo Wuppertal, Zwergmara-Zwillinge im Tierpark Berlin, 3 Spinnenschildkröten im Zoo Hannover, ein Zebrahengst im Zoo Linz in Österreich, 3 Erdmännchen im Walter Zoo Gossau in der Schweiz, ein Gelbfußkänguru im Tierpark Berlin und 3 Emus im Tierpark Chemnitz. Natürlich sind leider auch wieder einige Tiere verstorben, nicht so viele wie in den letzten Folgen, aber auch wieder ein paar. Zum einen ist der Löwe Mbali aus dem Zoo Basel verstorben, das Löwenweibchen Somali aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien wurde eingeschläfert, Zwergflusspferd Kanga im Jada-Park ist verstorben, 6 von 7 Erdmännchen im Zoo Hoyerswerda wurden, wie auch schon letztes Jahr im Tierpark Hellerbrunn, vom Sand verschüttet, das Weibchen hat mittlerweile wieder Gemeinschaft, dazu aber gleich mehr. Zudem ist ein Löwenmännchen im Zoo Wuppertal verstorben und ein Eisbär im Zoo Karlsruhe. Mittlerweile leben in Wuppertal übrigens nur noch 2 Löwen
und in Karlsruhe nur noch ein weiblicher Eisbär. Kommen wir dann zu den sich im Bau befindenden bzw. fertiggestellten Anlagen. Die Jaguar-Anlage in der Wilhelmina in Stuttgart wird derzeit mit der Anlage der Tiger und der Leoparden verbunden, um den beiden Jaguaren mehr Platz zu bieten. Die Bisonanlage in Zoo Osnabrück bekommt neuen Bodenbelag. Die Eulen- und Kohlgrabenvoliere im Tierpark Goldau in der Schweiz wurde neu eröffnet. Eine neue Vogelanlage im Walter Zoo mit Sonnensittichen, Gelbbrustaras und Rotschulterenten am Eingang wurde auch eröffnet. Kommen wir dann zu den umgezogenen Tieren. Die Schneeleoparden und Manule sind in ihre neuen Anlagen im Tierpark Berlin gezogen. Ein Baumstachler ist aus Hamburg nach Magdeburg gezogen. Nachdem vor kurzem schon ein Tiger aus dem Walter Zoo nach Leipzig gezogen ist, ist jetzt noch ein Davinando aus dem Walter Zoo nach Leipzig gezogen. Außerdem sind zwei Erdmännchen zu dem übrig gebliebenen Erdmännchenweibchen aus Berlin nach Hoyerswerda gezogen, ein Gürteltier aus Budapest nach Dresden und ein Flachlandpacker, welches letztes Jahr geboren wurde, aus Bochum nach Karlsruhe. Kommen wir dann noch zu sonstigen News. Der Zoo Karlsruhe ist derzeit aufgrund der Vogelgrippe geschlossen. Bis jetzt sind bereits 100 Vögel daran gestorben. Ich hoffe, dass es nicht so weitergeht und der Zoo Karlsruhe bald wieder öffnen kann. Zudem waren übers Wochenende, beziehungsweise Donnerstag und Freitag, so gut wie alle Zoos in Deutschland aufgrund des Sturmtiefs geschlossen. So wie ich es mitbekommen habe, sind zum Glück keine Tiere verstorben. Allerdings sind einige Bäume auf die Anlagen gestürzt. Aber wie gesagt, kein Tier und auch kein Tierpfleger sind dabei verletzt worden. Das war es dann auch schon wieder mit der 8. Folge Zoo News. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne eure Meinung zum neuen Konzept in die Kommentare schreiben. Falls ihr zukünftige Folgen oder andere Videos hier für den Kanal nicht verpassen wollt, gerne abonnieren und Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir hören uns dann in 3 Wochen wieder mit Zoo News. Bis dann. Ciao.